Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man einen richtig leckeren Zwetschgenkuchen zubereitet. Dieser braucht nur ganz wenig Zutaten und ist ganz schnell gemacht. Außerdem hatte ich letztes Mal bei meinem letzten Video sehr häufig die Frage bekommen, ob ich denn schwanger bin. Hiermit möchte ich das einmal für alle verkünden, damit mir die Frage nicht mehr so häufig gestellt wird. Ja, wir bekommen Nachwuchs, wir freuen uns sehr. Jetzt kann man das ja auch nicht mehr übersehen. Und ich komme jetzt zu den Zutaten. Die Zutaten habe ich wie immer vorbereitet. Ich nehme 750 Gramm frische Zwetschgen. Diese werde ich noch entsteinen. Außerdem habe ich hier 200 Gramm Weizenmehl sowie einen Teelöffel Backpulver. Außerdem drei Eier. Diese sollten bestmöglich Zimmertemperatur sein, also handwarm sein und nicht gerade aus dem Kühlschrank kommen. Ein Spritzer Vanillepaste. Wer mag, kann auch gerne Vanillearoma benutzen. Sowie 125 Gramm Zucker und 125 Gramm Butter. Für die Streusel nehme ich 150 Gramm Mehl sowie 75 Gramm Butter, 50 Gramm, das habe ich hier schon vorbereitet und auch schon verrührt, Zimtzucker und ein paar gehobelte Mandeln zum Überstreuen. Nun beginne ich mit dem Teig und dafür werde ich den Zucker mit meinen Eiern schaumig aufschlagen. Die Eier und den Zucker habe ich jetzt in meine Rührschüssel gegeben und nun werde ich alles für 2 bis 3 Minuten schaumig aufschlagen. Nun füge ich Vanillepaste sowie die Butter hinzu und schlage alles weiter. Für weitere 2 Minuten ungefähr. Zu guter Letzt verrühre ich Backpulver und Weizenmehl und füge das dann zu der Butter-Eier-Zuckermischung hinzu. Jetzt alles so kurz wie möglich miteinander verrühren, bis alles eine homogene Masse ist. Und dann kann der Teig auch schon direkt in die Kuchenform hineingegossen werden. Und das mache ich auf mittlerer Stufe. Bei wem der Teig zu fest sein sollte, bei mir war es bisher noch nie der Fall, der kann gerne 2 Esslöffel Milch hinzufügen. Wenn der Teig etwas fester ist, dann liegt es daran, dass das Volumen von dem Ei nicht exakt dieselbe Masse hatte wie in den anderen Eiern. Der Teig ist nun fertig. Man könnte ihn jetzt in einer rechteckigen oder viereckigen Form oder auch 26er runden Form backen. Ich werde ihn heute in meiner viereckigen Form backen. Nun ist der Teig fertig, der ist gedacht für eine 26er runde Springform, allerdings werde ich ihn heute in meiner viereckigen Form backen. Und außerdem habe ich meinen Backofen bereits schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Die Zwetschgen habe ich schon entsteint und in ein Schälchen gegeben und werde diese gleich direkt auf den Teig geben. Den Teig habe ich nun in meine Form hineingegeben. Die Zwetschgen gebe ich jetzt einfach oben drauf. Ihr könnt das kreuz und quer machen oder auch ordentlich, so wie ihr gerade gut gelaunt oder schlecht gelaunt seid. Aber wenn man Kuchen backt, dann sollte man immer gut gelaunt sein. Weil nachher darf man den Kuchen ja auch essen. Die Zwetschgen haben genau ausgereicht, so sieht das jetzt aus. Ich bereite nun meine Streusel zu. Dafür nehme ich einfach die Schüssel, die ich zuvor benutzt hatte für Weizenmehl. Die habe ich noch nicht ausgespült. Da gebe ich einfach das Mehl sowie die Butter und Zimtzucker hinein. Und jetzt alles vorsichtig mit den Fingerspitzen zu Streuseln verarbeiten.
Die Streusel sind nun fertig. Diese gebe ich jetzt einfach oben drüber. Einmal kurz die Hände abspülen und dann kann auch schon der Kuchen direkt in den Ofen für ca. 50 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze. Nun kommt der Kuchen in den Ofen. Ich finde, der sieht jetzt schon richtig lecker aus. Und ich zeige euch dann gleich, wie dieser fertig gebacken aussieht. Nach exakt 50 Minuten habe ich den Kuchen aus dem Ofen geholt. Und so sieht er aus. Ich werde diesen anschneiden, sobald er vollständig abgekühlt ist. Und euch dann natürlich im Anschnitt zeigen. Solange der Kuchen noch heiß ist, gebe ich die gehobelten Mandeln einfach drüber. So, ihr Lieben, und so sieht der Kuchen dann im Anschnitt aus. Er ist richtig schön fluffig geworden und sehr saftig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen meines Videos. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder auch einen Daumen nach oben, damit ich weiß, ob euch das Video gefallen hat. Ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal.